Orce, das wird heute ein ganz schön schwerer Dreh für mich. Hier zwischen all diesen Goldbeeren und den Lakritzschnecken. Das ist ja für uns hier eine große Herausforderung. Wir verschicken von hier 5000 Paletten täglich in die ganze Welt. Haribo, ein fast 100-jähriges Familienunternehmen, ist heute nach wie vor in aller Munde und einer der Top-10-Player der internationalen Süßwarenbranche. Die Produkte, unter anderem die legendären Goldbeeren oder Lakritzschnecken, werden von Kindern und mindestens genauso von Erwachsenen in aller Welt gegessen und geliebt. Der Süßwarenhersteller macht sich fit für die Zukunft. Dazu gehört auch das beeindruckende Haribo-Logistikzentrum im rheinland-pfälzischen Grafschaft. Warum eigentlich fiel die Entscheidung dann auf SSI Schäfer? Also Schäfer weist natürlich ein enormes Know-how in den einzelnen Gewerken auf, hat eine enorme Fertigungstiefe, das Wort Termintreue und dass man seine Termine auch hält. Und ursprünglich waren 2 Jahre Bauzeit veranschlagt und wir sind dann sogar unter 2 Jahren herausgekommen. Und zudem ist natürlich Schäfer auch ein Familienunternehmen, ein Haribo ist auch ein Familienunternehmen. Und wir arbeiten gerne mit Familienunternehmen zusammen. Und wie sieht das Intralogistikkonzept aus, das gemeinsam mit SSI Schäfer entwickelt wurde? Also wir haben hier im Hintergrund ein vollautomatisches Hochregallager mit 95.000 Plätzen. Alle anderen Palettenplätze hier in der Anlage sind teilautomatisiert. Bei uns gehen noch tatsächlich Menschen zu der Kommissionierpalette und entnehmen den Karton. Schön hoch hier, 40 Meter haben Sie gesagt. Das sind knapp 40 Meter, ja. Was war denn der Grund für diese wahnsinnig hohe Bauweise? Ja, wir mussten unbedingt ein zweites Stockwerk hier reinbekommen, um die gleiche Materialflusstechnik redundant hier oben nochmal abzubilden, dass im Falle eines Falles wir einfach einen Ausweich haben auf die zweite Ebene. Und welche Rolle spielt die Software WAMAS innerhalb dieses Materialflusssystems? Ja, wir waren jetzt schon im ganzen Logistikzentrum. Und wenn man das Ganze mit einem Orchester vergleicht, ist WAMAS der Dirigent. Last but not least, Herr Sorce, hier ist der Warenausgang. Und ja, auch damit hat es ja wieder was ganz Besonderes auf sich. Ja, wir befinden uns hier im Warenausgang und schauen hier auf das Herzstück im Warenausgang. Das ist eine Sorteranlage, wo die Paletten aus dem Hochregal direkt reinlaufen. Dort werden die sortiert in der Reihenfolge, wie sie der Kunde haben will. Danach rollen sie auf eine Rollenbahn hinunter und von dort werden sie in LKW verladen. Und das ist weltweit die erste Anlage, die so verbaut wurde. Kann man das dann also als Erfolgsgeschichte beschreiben? Ja, auf jeden Fall. Also hier hat SSI Schäfer uns den Traum von einer wirklich funktionalen, modernen, schnellen Logistik erfüllt. Und ich bin ganz dankbar, dass ich diesen Versuchungen von all diesen Süßigkeiten widerstanden habe. Ja, aber so einfach lasse ich Sie hier nicht weg. Hier, das ist für Sie. Oh Gott. Können Sie ganz alleine essen.